Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing Schlummertour Video, in dem ich heute mit euch zusammen passend zum 4. Advent durch eine kleine Weihnachtsinsel in Animal Crossing durchspazieren möchte, welche sich Sandy Toes nennt. Wie immer werde ich mir die Insel mit euch zusammen ebenfalls zum ersten Mal anschauen und da der 4. Advent ja schon irgendwie ein besonderes Datum ist, haben Nintendo und ich uns zudem überlegt, eine Kleinigkeit an euch zu verlosen. Um genau zu sein, habt ihr die Möglichkeit, zweimal jeweils ein Animal Crossing Merch-Paket zu gewinnen, in welchem wirklich nicer Stuff drin ist. Mehr Infos zum Gewinnspiel und was genau ihr machen dürft, um mitzumachen, erzähle ich euch allerdings erst später. Denn jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zur Weihnachtsinsel. Und da wären wir, Leute. Auf der Weihnachtsinsel Sandy Toes und ich bin mal gespannt, Leute, was wir hier so sehen werden. Ich brauche auf jeden Fall noch einiges an Inspiration. Ich denke, es geht den einem oder anderen von euch auch so. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob wir hier ein paar Ideen für unsere Weihnachtsinsel finden werden. Und ich selbst kenne die Insel wie immer eigentlich nur von Bildern, weil ich suche ja im Vorhinein meine Schlummerinseln immer aus und schaue im Internet, welches es da so gibt. Und jetzt habe ich vor kurzem auf Twitter die hier gefunden und da waren 2-3 Bilder mit dabei, die ich echt schön fand. Und da aus dem Grund habe ich mich dazu entschlossen, die Insel mit euch zu teilen. Schlummercode etc. findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Also falls ihr euch die Insel nach dem Video hoffentlich auch selber anschauen möchtet oder vielleicht auch gleichzeitig mit mir hier so rumspazieren wollt, also könnt auch gerne jetzt schon auf die Insel schlummern, dann tut es gerne. So, wir sind hier aus unserem Rosenbett diesmal tatsächlich ausgestiegen. Und das Erste, was mir hier direkt auffällt, ist, dass wir hier die custom-designte Wege haben, die natürlich sehr gut zu einer Weihnachtsinsel passen. Hier unten haben wir auch schon ein paar Geschenke. Und ja, diese Schneeflockenschilder, ich weiß nicht, Schilder, Statuen, I don't know. Aber wir werden hier auf jeden Fall schon mal sehr weihnachtlich begrüßt. Und hier rechts kann ich auch schon ein paar Geschenke sehen. Das schauen wir uns aber gleich an, würde ich sagen. Zunächst gucken wir uns hier erstmal die Karte an. Und da sehen wir direkt ein Herz, eine herzgeformte Insel. Also eigentlich zwei sind es tatsächlich. Wir haben hier oben links noch eine ganz kleine. Ist ja mega cute. Und wir haben rechts noch eine. Okay, es sind sogar drei Herzen. Krass. Ich weiß gar nicht, wo wir am besten lang gehen. Aber mich catcht die Herzinsel dann doch, also die große Herzinsel dann doch am meisten. Ich würde sagen, wir gehen dann zuerst den rechten Weg, also zuerst nach rechts. Und ja, Leute, ich hoffe, wir werden hier noch einige Ideen für unsere Insel finden. Hier oben, was mir direkt auffällt, ist, dass die Schneemänner hier umgestaltbar sind und er einfach so eine ähnliche Beanie hat wie ich, also zumindest im Real Life. Ich trage ja in Animal Crossing aktuell die Mütze, die ich auch in Real Life sehr oft trage. Und die Mütze vom Schneemann hat tatsächlich die realistische Struktur, nennt man das, glaube ich. Also sieht auf jeden Fall realistischer aus wie meine, die hier custom designed ist. Aber naja, sieht aber trotzdem sweet aus. Vor allem dieser Blick. Nice. Okay, gehen wir hier weiter runter. Und hier unten haben wir ganz viele Geschenke und einen Weihnachtsbaum. Das sieht ja übelst schön aus. Braucht aber auch eine ganze Menge Platz. Krass. Das ist ja mega die gute Idee. Auch mit diesen custom-designten Kissen, die dann so aussehen wie Geschenke. Und ganz vielen Zwergen, die wahrscheinlich kleine Helfer des Weihnachtsmanns hier darstellen sollen. Sieht ja echt, also ist echt eine schöne Idee, finde ich. Eine sehr schöne Empfangs-Area auf jeden Fall hier. Würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter. Krass, also das hier hat mich jetzt schon übelst gecatcht, dieser Weihnachtsbaum und die Geschenke drumherum. Das sieht schon sehr schön aus. Auch die Geschenke in unterschiedlichen Formen. So ein bisschen diese großen, viereckigen, dann eine runde und dann diese normal klein verpackten Geschenke. Sieht sehr schön aus, gefällt mir mega gut. Dann gehen wir mal hier weiter. Und hier unten haben wir auch ein paar, also auch einen leuchtenden Weihnachtsbaum. Und hier ist passend natürlich direkt Erik, der auch ziemlich cute aussieht in seinem Winteroutfit. Und ich weiß nicht genau, was diese ganzen Briefkästen sollen. Aber hier steht ein Schild mit Santa Letters. Da gehe ich mal von aus, dass das hier die Poststation, die Briefstation von unserem Weihnachtsmann ist, der hier die ganzen Weihnachtswunschbriefe entgegennimmt. Beziehungsweise nicht er, sondern seine kleinen Helfer hier. Und das, finde ich, ist ja auch mega schön gemacht. Muss ich an der Stelle sagen. Finde ich wirklich cute. Hier werden die ganzen
die ganzen Wünsche der Kinder dann übers Jahr quasi empfangen und verarbeitet. Ist eine echt gute Idee, dass man so eine kleine Area ja, extra für diese Briefe macht. Auch, dass man sich hier diese Mühe macht, extra diese Briefkästen dahinzustellen, finde ich sehr cool. Nur quasi, damit es noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, realistischer aussieht, gefällt mir schon echt gut. Und auch die custom-designte Trennwand im Hintergrund finde ich mega passend. Mit diesem kleinen Schneemann oben links in der Ecke sieht schon schick aus. Eine nice Idee auf jeden Fall. Dann hier unten haben wir einen Schlitten, warum auch immer es ein Kürbisschlitten ist, und mehrere Rentiere. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass hier ist der Schlitten vom Weihnachtshorn. Warum es auch immer ein Kürbisschlitten ist, ich denke, das hätte man mit ein paar anderen Items irgendwie, glaube ich, besser darstellen können, aber man weiß auf jeden Fall, was gemeint ist. Und ja, I don't know, vielleicht ist der Weihnachtsmann ja auch ein heimlicher Halloween-Fan und deswegen hat er sich hier diesen Kürbisschlitten gecraftet und fliegt dann mit diesen verschiedenfarbigen Rentieren durch die Gegend. Aber es sieht auch sehr nice aus, finde ich. Mir gefällt auch mega gut, dass hier diese Zwerge hier überall verteilt sind. Das fällt im ersten Moment gar nicht so auf, aber wenn wir mal genauer drauf achten, hier sind überall diese kleinen verschiedenfarbigen Zwerge, die, denke ich, habe ich ja gerade eben schon erwähnt, die Helfer darstellen sollen des Weihnachtsmanns. Gehen wir mal hier weiter. Hier können wir nach oben scheinbar, zumindest ist hier eine Treppe nach oben. Ich würde sagen, wir gucken mal gerade auf der Karte, wo wir uns aktuell befinden. Oh, hier oben geht's zur Herzinsel. Das heißt, ich glaube, oder warte, ich heb mir das für gleich auf. Zuerst gehen wir hier den Weg noch zu Ende. Hier haben wir noch einen kleinen Zwerg. Und wenn wir hier weitergehen, kommen wir zum Museum. Und ansonsten, hier am Strand sind überall verschiedenfarbige Blumen. Ich denke, hier werden wir dann nichts mehr so weit finden. Wobei, hier machen die kleinen Helfer immer ein wenig, erholen sich hier von der ganzen stressigen Arbeit. Wobei sie es ja eigentlich auch relativ chillig haben. Ich meine, sie müssen quasi einen Monat im Jahr dann richtig hart schuften und dann können sie über das ganze Jahr verteilt hier am Strand chillen. Mein Strand sieht tatsächlich ähnlich aus, also bis auf die Zwerge. Dann können wir hier auch noch nach oben. Hier haben wir auch noch einige Liegen und ein kleines Lagerfeuer. Und hier, das finde ich auch so schön, so kleine natürliche Ecken mit diesen umgestalteten Tischen, die dann aussehen wie Birkenholz. Ich finde Birkenholz ja generell mega schön und gerade bei den Tischen sieht es, finde ich, echt schick aus. Hat jetzt wenig mit einer Weihnachtsinsel zu tun, aber ich wollte es an der Stelle einfach mal erwähnt haben. Dann machen wir uns hier mal weiter auf den Weg. Okay, ich habe mir, denke ich, generell einfach eine sehr natürliche Area. Aber was wir hier, glaube ich, ganz gut sehen können, ist, dass die kleinen Helfer hier natürlich auch fleißig am Arbeiten sind, zumindest einige von ihnen, um natürlich fürs Ende vom Jahr genug Material und Ressourcen zusammen zu haben, um dann auch letztendlich genug Spielzeug herstellen zu können, um die Wünsche der ganzen Kinder zu erfüllen. Finde ich ja auch ganz cute gemacht. Auch dieser custom-designte Weg hier, also das Design, finde ich auch ziemlich nice. Ich bin mal gespannt, ob wir das später noch im Design-Terminal quasi für uns sichern können. Aber ja, auch wenn es hier nur so eine kleine, relativ simple Area ist, finde ich es ganz cool, dass man hier so ein bisschen diese Story erzählen möchte von den kleinen Helfern. Ansonsten weiß ich hier gar nicht, ob man hier noch weitergehen kann. Ich glaube, diese custom-designten Wege sollen symbolisieren, dass wir hier drüber springen können. Aber, also das können wir auch, aber ob das auch so gewollt ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ja nicht. Wobei, wir haben es ein bisschen durchgemogelt. Hier kommen wir jetzt am Campingplatz raus. Und der ist auch ganz cute. Er ist auch ganz cute. Ich vergesse immer tatsächlich dieses Item hier, dieses kleine Holzregal. Ich glaube, mir fehlt es tatsächlich noch. Ich finde, das sieht so schön aus. Oder vielleicht habe ich es auch schon, ich weiß es gar nicht. Aber ich finde, es sieht so schön aus. Und ich muss mal gucken, ob ich da bei mir noch irgendwas mitmachen kann. Aber ja, auch ein sehr, sehr cuter, dennoch simpler ja, Camping-Bereich. Was mir hier direkt auffällt, sind überall diese weihnachtlichen Designs. Hier also die Decke zum Beispiel und das Kissen sieht auch sehr schön aus. Und ich finde, man kann solche simplen Bereiche, die ja hier, also ich meine, das hier ist jetzt wirklich nicht ein großes Hexenwerk, das so hier zu dekorieren. Aber ich finde, selbst bei solchen simplen, in Anführungszeichen, Sachen, kann man mit so einem custom-designten, jetzt in dem Fall Weihnachtskissen, direkt so einen weihnachtlichen Touch in sowas reinbauen. Und das finde ich übelst schön und das gefällt mir hier auch ganz gut. Natürlich tragen jetzt hier die geschmückten Bäume mit den Lichterketten auch nochmal ein bisschen dazu bei, dass man hier so ein bisschen in diese Christmas-Stimmung kommt. Aber ja, auch diese Custom-Designs, würde ich sagen, haben da auf jeden Fall Einfluss drauf.
dann würde ich sagen, gehen wir mal hier den Weg zurück. Wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hier rüberkommen. Doch, ah, das passt. Wobei, ich weiß gar nicht. Wo geht's denn, wenn wir hier weitergehen? Ah, hier haben wir noch ein bisschen, hier haben wir noch Sprungfläche. Gehen wir hier entlang. So, hops und zack. So, hier haben wir nichts mehr. Dann, ich glaube, wir sind sogar den richtigen Weg dann hier oben gegangen. Ich glaube, das war sogar der offizielle Weg. Haben wir uns doch nicht so durchgemogelt. Hier ist ja auch ein Campingplatzschild. Ich habe gar nicht wahrgenommen. Ah, ja, ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder hinunter. Und jetzt bin ich gespannt, Leute, auf die Weine, auf die Herzinsel. Let's go. Also wenn wir hier lang gehen, müssten wir doch, wenn ich mich nicht komplett täusche, auf die Herzinsel kommen. Das haben wir vorhin schon festgestellt. Und dann würde ich sagen, machen wir uns hier mal auf. Ich bin mal gespannt, was wir hier sehen werden. Let's go. Wir haben direkt zwei Treppen. Das heißt, es geht direkt in die zweite Ebene. Und hier haben wir einen kleinen Leuchtbaum und zwei Leuchtgeschenke, die, wie ich finde, auch echt schön ausschauen. Wobei mir das, glaube ich, ein bisschen zu modern und zu grell oder zu krass leuchtend ist. Ich finde tatsächlich den normalen Weihnachtsbaum dann doch schöner. Aber was wir hier oben sehen, ist es eine Weihnachtsbäckerei? Ich glaube schon. Ja, hier unten rechts steht es auch auf dem Schild. Wir sind hier tatsächlich in der Weihnachtsbäckerei. Und oh mein Gott, sieht das schön aus. Mit diesen ganzen verschiedenen Kuchen sieht das schon echt schick aus. Das ist echt eine sehr schöne Idee. Und ich wäre ehrlich gesagt auch ein wenig enttäuscht gewesen, wenn wir hier nicht eine Weihnachtsbäckerei auf der Insel gehabt hätten. Aber ja, sie sieht schon ziemlich schön aus, muss ich sagen. Auch hier haben wir natürlich wieder verschiedene Helfer am Start. Und ja, ich finde die Area sehr, sehr schön. Das Ding ist, bei solchen Sachen, ich denke mir immer, es wäre so schön, wenn ich sowas auf meiner Insel hätte. Aber dann fällt mir relativ schnell auf, dass ich gar keinen Platz mehr habe und dann nur für quasi eine bestimmte Zeit, also für die Weihnachtszeit dann so eine Area zu bauen. Da fehlt mir persönlich einfach die Zeit für. Und das finde ich sehr schade, denn wenn es dann am Ende hier steht, sieht man ja, sieht es dann wirklich, wirklich schön aus. Und ja, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das ist tatsächlich bis jetzt meine Lieblingsarea auf der Insel. Aber ja, vielleicht wird es nicht so bleiben. Mal schauen, was wir hier noch so sehen werden. Aber sehr nice. Eine kleine Weihnachtsbäckerei. Mega cool. Dann würde ich sagen, gehen wir hier ein bisschen weiter. Hier haben wir einen kleinen Markt. Oder soll das eine Fabrik sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein kleiner Markt. Ah, ich glaube, es ist eine Verpackungsstation, oder? Ich glaube tatsächlich, es ist eine Verpackungsstation. Auch sehr cute gemacht eigentlich mit den ganzen Custom Designs für die Stände. Sieht wirklich schön aus. Und ja, hier haben wir auch wieder die verschiedenen Helfer am Start. Ziemlich nice. Gucken wir mal, was uns hier weiter noch so erwartet. Dann haben wir hier, denke ich, nichts mehr. Ich finde tatsächlich auch die Anordnung der Häuser sehr schön, dass sie so ein bisschen versetzt sind und nicht alle in einer Reihe. Das ist ja bei mir leider so der Fall. Aber ja, hier, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, spielt der kleine Helfer auf der Switch. Sogar auf der Animal Crossing Switch. Sehr cool. Naja, ich meine, natürlich brauchen die Helfer auch so ein bisschen Ausgleich vom die ganze Zeit Geschenke verpacken. Und da tut sich so eine Switch natürlich mit am besten. Und ja, auch ganz cute, dass sie das so gemacht haben. Dann würde ich sagen, haben wir hier oben so ziemlich alles gesehen. Und machen uns dann hier mal auf den Weg wieder nach unten, oder? Weil hier oben rechts geht es ja noch lang. Und das habe ich dir gar nicht auf dem Schirm gehabt. Gehen wir hier oben noch nach rechts. Und hier haben wir einen kleinen Thron. Ich weiß, ich glaube, es soll der Thron sein. Ist es der Thron vom Weihnachtsmann? Ich glaube schon, oder? Ich glaube tatsächlich schon. Ich weiß nicht, ob ich mich da reinsetzen kann. Weil er ist ja eigentlich nicht für mich gedacht. Komm Leute, einmal kurz. Er wird's schon nicht mitbekommen. Let's go. Er sieht jetzt nicht so bequem aus, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke, das hier ist ein ganz guter Platz, um über das Giveaway zu reden von Nintendo und mir. Und zwar verlosen Nintendo und ich, wie bereits am Anfang vom Video schon erwähnt, zwei Animal Crossing Merch-Taschen, die schon wirklich nice sind. Ich habe auch bereits vor einiger Zeit mal ein Unboxing zu so einer Merch-Tasche gemacht. Ich kann nicht versprechen, dass da genau eins zu eins dasselbe drin sein wird, aber das ist zumindest mal ein Video, wo ihr euch so ein bisschen orientieren könnt, was so in so einer Merch-Tasche drin sein kann. Natürlich, wenn ihr euch überraschen wollt, dann schaut ihr euch das Video am besten nicht an, aber ja, für die es interessiert, verlinke ich das nochmal in der Infocard. Aber was genau müsst oder dürft ihr denn jetzt tun, um an dem Giveaway überhaupt teilzunehmen? Das ist im Grunde relativ easy.
Ihr dürft einfach nur in die Kommentare schreiben, Hashtag Giveaway und dann euren Weihnachtswunsch für 2020. Das ist auch schon alles, also relativ easy. Wichtig ist, dass ihr Giveaway richtig schreibt, damit ich das später auch richtig auslosen kann. Denn die Auslosung gibt es dann am 23., also um genau zu sein, in 3 Tagen. Und die Gewinner werden dann über die Antwortfunktion in den Kommentaren von mir benachrichtigt. Also relativ easy und natürlich ein fettes Dankeschön an Nintendo, dass sie mir das anbieten, sowas zu machen. Das ist nicht selbstverständlich, weil ja, mein Kanal ist noch nicht so groß und ich schätze es wirklich sehr. Also danke an der Stelle. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier weiter. Also ich finde die Area hier wirklich schön gemacht. Also auch wenn mir diese bunten, farbigen Eismöbel generell nicht so gut gefallen. Hier finde ich, sind sie ganz gut in Szene gesetzt, sagt man dazu, glaube ich. Gehen wir mal hier weiter. Hier oben links haben wir eine kleine Schneiderei. Ja, hier steht sie auch. Hier haben wir die ganzen weihnachtlichen Designs. Ich weiß nicht, ob sie alle von der Insel hier sind. Ich glaube nicht. Gerade bei den Mützen sieht man das, dass die auch einfach so aufgestellt sind. Aber ich finde, die sehen zum Teil wirklich, wirklich schön aus. Gerade dieser Rudolf-Pullover gefällt mir echt gut. Aber ja, ich glaube, ich bleibe dann doch eher bei meinem weihnachtlichen Oberteil. Dann hier oben haben wir nichts mehr. Hier haben wir auch nichts mehr. Dann werden wir uns hier wieder nach unten begeben und schauen uns mal an, was uns unten noch erwartet. Aber bis jetzt muss ich schon sagen, gefällt mir die Insel wirklich gut. Also es ist mit einer der schönsten Inseln, auf die ich bis jetzt geschlummert bin, muss ich sagen. Und ich war schon auf der einen oder anderen Insel drauf. Also ist jetzt nicht so, dass ich nur in den Videos schlummer, sondern ich gehe auch ab und zu privat, in Anführungszeichen privat schlummern. Das hört sich irgendwie weird an. Aber ja, ich habe schon das eine oder andere gesehen und hier finde ich schon, wurde sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. Ich glaube, wir haben uns auf der rechten Seite tatsächlich alles angeschaut und aus dem Grund würde ich sagen, wobei ich glaube, hier oben bei der Schneiderei waren wir noch nicht. Aber wie komme ich denn, wie soll ich denn da hinkommen? Das ist die Frage. Müssen wir den Strand entlang? Ja, ich glaube, das mache ich mal noch kurz, checke ich mal noch kurz aus. Das Ding ist, ich habe hier überall Blumen gesehen und bin deswegen davon ausgegangen, dass hier eigentlich nichts mehr kommt. Aber vielleicht werden wir ja gleich eines Besseren belehrt. Hier sehen wir auf jeden Fall auch wieder, also noch einige Winter-Items. Und oha, ich glaube, wir haben die Spielzeugfabrik entdeckt. Die ist aber ziemlich versteckt, oder? Ist es? Ich glaube schon. Oder ist das hier die... Ich glaube, das hier ist die Verpackungsstation. Ich glaube, das, was wir oben gesehen haben, war der... Ja, nicht der Versand, weil die Zwerge versenden ja nichts. Wobei, ja, vielleicht tut der Weihnachtsmann 2020 mittlerweile auch seine Ware verschicken und nicht mehr so ausliefern. Man weiß es nicht, aber... Ja, hier haben wir die Verpackungsstation. Hier, das sieht auch tatsächlich ein bisschen eher aus wie eine Verpackungsstation. Gefällt mir sehr gut. Und ich muss sagen, ich wundere mich tatsächlich ein bisschen, in wie vielen verschiedenen Farben es diese Zwerge gibt. Das ist ja übelst heftig. Also, gefühlt ist jeder Zwerg auf der Insel in einer anderen Farbe. Und das gefällt mir echt gut. Also, finde ich wirklich schön. Und auch diese Verpackungsarea finde ich echt schön. Finde ich sehr gut gemacht. Also, wie vorhin schon erwähnt, diese ganze Story, die sich so ein bisschen durch diese Insel zieht, das ist quasi die Weihnachtsinsel vom Weihnachtsmann ist, wo er hier mit seinen Helfern zusammen das Weihnachten organisiert, sage ich jetzt mal. Finde ich das sehr schön gemacht und finde ich, ist auch sehr gut gelungen bis jetzt. Gefällt mir mega gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier weiter. Mal gucken, was uns hier oben noch erwartet. Hier oben haben wir auf jeden Fall noch die Schneiderei mit so einem kleinen Außenbereich. Und wenn wir hier weiter nach oben gehen, sehen wir hier überall versteckt Zwerge. Und hier sogar ein paar Nussknacker. Finde ich auch ganz cute. Und hier links haben wir eine kleine Bibliothek. Ja, eigentlich auch ganz cute. Gehen wir mal hier weiter. Und hier oben rechts eine kleine Näh-Area. Ist auch ganz sweet. Ich finde, dieses weiße Holz sieht einfach im Winter so schön aus, weil es halt einfach mit den Farben zusammen matcht. Auch hier unten diese Birkenholzbank. Gut, dann glaube ich, wir haben hier jetzt tatsächlich alles gesehen gehabt. Ich muss mal gerade gucken, wie wir hier am besten entlang gehen. Wir könnten natürlich jetzt auch hier oben uns versuchen, lang zu schleichen. Aber ich glaube, es ist nicht der offizielle Weg. Ja, komm, gehen wir nochmal hier runter und den Strand wieder entlang. Und gucken uns dann noch den linken Teil der Insel an. So, jetzt müssten wir hier gleich, glaube ich, wieder am Flughafen sein. Und
Ja, das ist so heftig, wie viele Items hier auch insgesamt so rumliegen. Hier haben wir jetzt den Flughafen. Okay, also das ist so quasi der Eingangsbereich, den ich auch, den haben wir noch gar nicht gesehen. Der sieht aber auch schön aus, oder? Mit den Geschenken und dem Rentier links und den verschiedenen Weihnachtsbäumen. Sehr cool. Also würde ich hier so diese Insel besuchen, da wäre ich, glaube ich, happy, wenn ich so einen Eingangsbereich sehen würde. Dann gehen wir hier weiter nach links. Und jetzt bin ich hier auch mal gespannt, was wir hier noch so sehen werden. Oh, Leute, hier geht's einfach. Hier geht's aber nicht mehr weiter. Das ist jetzt natürlich. Wie kommen wir hier denn bitte hier hoch? Mal gucken, vielleicht können wir über den Strand irgendwie uns hier hoch sneaken. Ah ja, doch, tatsächlich hier. Hier geht's nach oben. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier haben wir einen Rettungsschwimmerzwerg. Und hier hinten noch einen Weihnachtsbaum. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, da nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier nach oben. Und ich habe gerade eben schon kurz was sehen können, nämlich diese Barmöbel. Und die, muss ich sagen, sehen in diesem lila oder in dieser Purple, dieser krassen Neon-Purple-Farbe doch ziemlich cool aus. Also da gefallen mir die Eismöbel tatsächlich wieder sehr. Und hier haben wir auch direkt das wunderschöne Meersalzeis, was ich übelst schön finde. Aber ja, so eine kleine Zwergenhelferbar. Und der schwarze Zwerg mit der Totenkopfjacke ist ja mal mega cool. Ist ja übelst schick. Ich glaube, das ist so der Bad Guy von den ganzen Helfern. Er hilft zwar jedes Jahr immer so mit, aber nur immer so ein bisschen. Eigentlich hat er gar keinen Bock und chillt den ganzen Tag an der Bar. Ich wusste echt nicht, dass es so viele verschiedene Zwerge gibt. Das ist ja übelst nice. Also da muss man ja quasi so eine Insel machen, wenn es so viele verschiedenfarbige Zwerge gibt. Ist ja übelst cool. So, was haben wir hier oben? Hier haben wir noch ein kleines, ja, Café für die, etwas, wie soll ich sagen, für die vernünftigeren Helfer, die sich quasi nicht die Birne an der Kneipe zukippen, sondern hier dann ganz genüsslich ihren Kaffee trinken. Auch ganz cute. Und hier rechts auch noch einen kleinen gemütlichen Bereich, den ich auch eigentlich ganz schön finde. Hier haben wir auch einen, ja, weiblichen Schneemann. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass es den Schneemiel nicht mehr in verschiedenen Formen gibt, aber dafür kann man ja die Schneemänner-DIYs so ein bisschen in weiblich und männlich unterteilen. Auch wenn natürlich man als Mann eine pinke Mütze tragen kann. Aber finde ich auch ganz cute, dass man das so, dass man den Schneemännern verschiedene Mützen geben kann. Und ich glaube, sie ändern auch ihre Gesichtsausdrücke mit den verschiedenen Mützen. Finde ich ganz nice. Dann gucken wir mal, was uns hier unten noch so erwartet. Aber ich glaube, wir haben so ziemlich die Highlights von der Insel schon gesehen. Ich glaube, es kann jetzt nichts mehr kommen, was mich noch so komplett umhauen würde. Da müsste jetzt dann noch was richtig Krasses kommen. Hier haben wir noch ein paar Zwerge oder ein paar Helfer, die miteinander, ja, ihre Freizeit verbringen, ein bisschen Karten spielen. Finde auch schön, dass die so detailliert designt sind, sage ich jetzt mal, dass man auch wirklich erkennt, dass da irgendwas passiert auf dem Feld. Finde ich schon cool. Aber ja, oh, was haben wir denn hier? Hier haben wir so eine kleine Miniaturstadt. Die sieht ja auch übelst schön aus. Oha, die ist ja echt schick. Vor allem, wenn man hier so von hier oben runterschaut. Das sieht ja echt schön aus. Das ist auch eine ziemlich starke Idee tatsächlich. Auch diese Stiftehalter quasi als Häuser zu benutzen, finde ich eine übelst nice Idee. Das finde ich, sieht echt schön aus. Kann eigentlich ein Bild von machen. Dann machen wir uns hier mal weiter auf nach oben. Also das hier hat mich jetzt tatsächlich doch nochmal so ein bisschen vom Hocker gehauen, würde ich sagen. Und hier haben wir eine Schlittschuhbahn. Oha, auch eine übelst starke Idee. Eine Schlittschuhbahn. Also ich muss schon sagen, diese Helfer, die haben schon sehr viele Freizeitmöglichkeiten auf ihrer Insel, wenn ich mir das mal so anschaue. Mit der Bar, eine Schlittschuhbahn. Dann können sie am Strand liegen. Sie können Nintendo Switch spielen. Da ist schon einiges für die Helfer am Start auf der Insel. Und das hier, die Schlittschuhbahn sieht ja auch mega schön aus. Auch mit diesen Kratzern, die so im Eis drin sind von den Schlittschuhen, dass das Ganze ein bisschen realistisch ausschaut. Das gefällt mir schon mega gut, muss ich sagen. Da wird locker so viel Arbeit und Zeit in diese Weihnachtsinsel gesteckt. Heftig. Aber verbraucht auch sehr viel Platz. Also bei mir auf der Insel, das ist ja eine eher persönliche Insel. Das heißt, ich bearbeite da kein bestimmtes Thema. Wäre für sowas Großes hier gar kein Platz mehr, glaube ich. Das ist schon heftig, wie viel Felder das am Ende dann doch braucht. Ja, hier kommt tatsächlich dann nichts mehr. Hier unten haben wir noch einen kleinen Bereich. Mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Und hier, das sieht ja auch cool aus. Ich wusste gar nicht, dass hier dieser Außenring leuchtet nachts. Sieht aber auch cool aus.
Cute. Gehen wir mal hier oben links, glaube ich, nichts mehr. Und ich glaube, wir haben tatsächlich so ziemlich alles gesehen auf der Insel. Ich weiß nur nicht, wo wir hier wieder runterkommen. Aber ich glaube, wenn wir einfach uns nach unten bewegen, müssten wir schon irgendwie wieder nach unten finden. Was haben wir hier oben noch? Oder waren wir schon? Ah, hier waren wir schon. Hier war das Café. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist tatsächlich die Custom Designs. Die würde ich mir noch gerne mit euch zusammen anschauen. Ins Design Terminal. Designs werden gesucht. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, da haben wir einige. Oh mein Gott, das ist ja übelst gut. Die Schlittschuhbahn haben wir quasi. Also diese, ja doch, diese Schlittschuhbahn haben wir quasi komplett als Custom Design. Dann die Wege und hier noch ein bisschen was. Mega gut. Also, wenn ihr die Designadresse wollt, unten links seht ihr die. Wenn ihr Interesse an den Designs hier habt, hier haben wir, ihr könnt auch quasi euch die Geschenke-Designs holen. Und der Schlittschuhbahn, sehr cool. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, wir haben so ziemlich alles von der Insel gesehen. Ich stelle mich hier nur noch an einen schönen Platz, damit ich euch auch anständig verabschieden kann. Dann, Leute, hoffe ich, euch hat diese kleine, in Anführungszeichen, kleine weihnachtliche Schlummertour oder Wanderung gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Denkt bitte an das Giveaway bzw. an das Gewinnspiel. Es läuft bis zum 23. Gewinner werden über die Antwortfunktion in den Kommentaren benachrichtigt. Dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.